Die Messe Mühlacker erweist sich am Wochenende als ein Erfolg. Über 70 Aussteller aus unterschiedlichsten Branchen und an beiden Messetagen zahlreiche Besucher. Das heißt, sie haben Interesse an den Unternehmen, sie wollen sich erkundigen. Das ist sicherlich eine Mischung zwischen Frühjahrsaufbruch und Event, aber auch um Informationen unterschiedlichster Art zu erhalten. Garten, Staubsauger, Pflege, Stadtverwaltung, Stadtwerke, unendlich viele Themenbereiche, was die Messe auch interessant macht. Neu an der diesjährigen Messe, dass sich die Firmen nicht nur mit ihren Angeboten präsentieren, sondern branchenübergreifend gezielt auf Suche nach geeigneten Mitarbeitern gehen. Hoffen wir mal, dass das was wird. Also das Interesse ist auf jeden Fall da. Also wir hätten uns natürlich mehr erhofft, aber... Personal und Azubis, genau. Also medizinische Fachangestellte sind inzwischen Mangelware geworden. Der Fachkräfte, oder ich spreche inzwischen von Arbeitskräftemangel, ist in allen Bereichen so eklatant, dass man alle Chancen nutzen muss, zu informieren, ins Gespräch zu kommen, um eben Arbeitskräfte auch gewinnen zu können. Gelegenheit, ins Gespräch zu kommen, bot sich auf der Messe Mühlacker am vergangenen Wochenende reichlich. Welchen Nutzen die zahlreichen Besucher dem örtlichen Arbeitsmarkt bringen, muss die Zukunft zeigen.